Buddies und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Mit dabei sind wieder Antares. Moin Moin. Und der Borgi. Sei Servus. So, heute heißt es Quests. Action! Wir werden heute ein bisschen Action machen. Genau. Zuerst einmal habe ich Speichertaschen-Mods verteilt an alle unsere Leute. Und die werde ich mir jetzt einsetzen. Hier in die College-Jacke kommt eins. Dann in das T-Shirt kommt eins. Und zu guter Letzt in die Hose kommt noch eins. Und ich bin voll. Ich bin niemals mehr überladen. Obwohl ich, habt ihr glaube ich letzte Folge schon gesehen, wenn ihr es gesehen habt, der Packesel keinen einzigen Punkt drin habe. Wo ist es denn jetzt? Da. Konnte ich komplett überspringen. So, ich habe aber noch Punkte. So, ich gehe mal in die Questkiste. Ja, mach das mal. Was wollen wir denn machen? Wir haben 3 Schatzkarten. Ah, Quest. Soll ich auf Questen skillen oder soll ich mir das sparen? Oh, leichte Rüstung könnte ich hier. Oh, 10. Beweglichkeit. Ach doch. Wir haben 2x Quarterback stürmen, 2x Frauenheld. Dann ja, haben wir einmal verhungernde Touristen. Ja, nimm alle mit. Oder 5-6 Stück, je nachdem, wie viel wir schaffen. Achso, okay. Und dann arbeiten wir ab. Kann man eigentlich mehrere Quests machen und die dann alle auf einmal abgeben? Das weiß ich nicht. Nein, glaub nicht. Also. Oh, wir haben nur 2 Motorräder, ne? Spinne. Ja, ich fahr dann hinterher mit dem Fahrrad. Okay. Also ich habe jetzt 7 Stück eingepackt. Ja, perfekt. Dann kannst du ja eine starten und die dann teilen. Dann machen wir Dicht und Dichter. Oh, ich habe aber auch noch jede Menge Quests hier. Gut gemacht, Schwein? Ja, mach mal gut gemacht, Schwein. Ich habe auch noch mal gut gemacht, Schwein in der Tasche. Okay, und wie teile ich die dann? Also ich muss die lesen, ne? Ja. Okay, habe ich. Und dann klickst du einmal auf Tab und dann hast du ja oben rechts dein Ausrufezeichen. Ja. Wenn du da drauf drückst, dann siehst du die Quest. Gut gemacht, Schwein, ne? Genau, da, und Quest teilen. Genau, genau da drück. Ja, perfekt. Wie nehme ich das jetzt an? Hier. Zack. Wildschwein töten. Gut gemacht, Schwein. So, wie kann ich die jetzt... Hier, zack, die aus... Nee. Die hier aktivieren. So, töte Wildschweine. Ach so. Hat man jetzt keine Richtung? Richtungsangabe? Für die Wildschweine? Doch, Ausrufezeichen oben, oder? Ja, aber... Ich muss mir ganz kurz nochmal Sprit holen. Also ich weiß, wo welche sind. Hier sind bestimmt welche, aber... Da steht einfach nur Töte Wildschweine, 0 von 5. Das ist jetzt kein Ort. Ach so. Aber hier sind auf jeden Fall welche. Wenn die... Na, ist das bloß eine laufende Quest? Ja. Ah, da ist auf jeden Fall eins. So, 1 von 5. Ja, aber vielleicht machen wir dann doch eine andere, wo man... Habt ihr auch 1 von 5? Nee, ne? Doch. Ja, haben wir. Ehrlich? Ja. Geil. Ja, bei Grace waren doch noch jede Menge Wildschweine. Wollen wir da einfach mal hinfahren? Können wir mal. Zu Gracie. Und dann kann ich nebenbei noch das Zement abbauen, dann habe ich das auch abgehakt. Na dann, fahren wir zu Gracie. Ich weiß ja auch nicht, ob Grace respawnt. Wo war denn Grace? Nicht. Grace ist hier. Habe ich Grace noch nicht geteilt? Jeder. Ja. Guck mal, ich habe jetzt Grace Wegpunkt geteilt, falls den einer noch nicht hat. Ich folge euch einfach.
Das ist einfacher. Oh. Wildschwein töten. Wir können es ja mal probieren, dass wir mehrere Quests machen und dass wir die dann versuchen, auf einmal abzuschließen. Ja, lass erst. Ich würde sagen, wir machen eins nach dem anderen. Aber dann musst du jetzt für jede abgehakte Quest einmal zum Händler, weißt du? Und wenn das wirklich geht, dass wir alle auf einmal abschließen können, würden wir eine Menge Zeit sparen. Würdest du gerne mal ausprobieren? Okay. Starte ich gleich mal noch welche. Oder halt mal eine zweite. Ja, warte, lass. Also wir machen jetzt die Quest fertig. Und aber anstatt sie abzugeben, teilen wir dann eine neue Quest. Weißt du, wie ich meine? Ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. So. Bin da, bin angekommen. Oh, da ist auch jemand angekommen. Kuckuck. Okay, da kommt keiner raus. Hoffentlich. Da ist so einer. Zack. 2 von 5. Zack. Bauplan Werkbank. Wo bist du? Hier, hinter dir. Ach da. Ach, hier sind die Zementsäcke. Gut. Ich baue mal nebenbei ab. Vielleicht siehst du ja noch ein paar Schweinchen. Nee, ich sehe keine mehr. Also hier unten sind auf jeden Fall keine. Du brauchtest Pflastersteine, ne? Ja, auch. Jo, die gibt's ja hier auch. Sonst gegenüber im Gebäude, da sind bestimmt auch noch Schweine. Okay, Porky macht Action. Ich habe mal ein bisschen für Action Stock da unten. Juhu. Da muss ich aber die im anderen Raum auch noch machen. Zack, Zement und Pflastersteine. Brauchen wir jetzt nur verrottetes Fleisch? Oh ja, brauchen wir immer. Okay. Oder? Ich bin's auf. Ui, ja, bestimmt. Aus dem verrotteten Fleisch können wir auch was Leckeres machen zum Essen. Ja, das hast du heute gesagt. So, immer noch 2 von 5. Ist schon jemand gegenüber in dem Gebäude? Nee, da wollte ich gerade hin. Möchte.
Möchte jemand mitkommen? Ja, klar. Ich muss nur eben hier Zement abbauen. Komm mit. Pflastersteine. Fahrrad nur ein bisschen. Das steht draußen. Danke. Kein Problem. Ein Glas Honig, das kann man immer gebrauchen. Oh, hier geht's nochmal nach oben. Eieiei. Noch eine ganze Menge Zement. Abgestürzt. Wir suchen Schweine. Genau. Bei Grace, da müssen haufenweise eigentlich sein. Aber die sind nicht nachgespawnt. Doch. Hä? Ah, da hinten ist eins. Oh, wo steht denn das? Okay, 4 von 5. Oh, sehr cool. Perfekt, fertig. Hier reingekommen? Nein, warte. Hier raus. Und da rein. Da raus. Okay. So. Das hätten wir erledigt. Sehr cool. Ja, dann können wir gleich die nächste Quest starten. Hätte es denn gerne. Ich habe noch, gib mir ein Set. Wir gehen nicht vor die Hunde. Oh, Hunde. Ja. Wollen wir Hunde nehmen? Können wir machen. Ich öffne hier gerade noch eine Truhe. So, ich habe geteilt. Sehr gut. Also bei mir steht jetzt erst Rede mit den Händlern. Also ich sehe die anderen nicht. Ja, das kannst du einstellen. Das erkläre ich dir gleich. Quest. Wir gehen nicht vor die Hunde. Annehmen. So, wir gehen nicht vor die Hunde. Mit Linksklick auswählen und dann oben auf den Kompass. Ah, okay. Gut. Dann habe ich hier noch den letzten Zementsack. Dann radel ich schon mal voraus. Ist ja gar nicht der Letzte. Oh, hier stürzt wieder alles ein. Und ich habe ein gebrochenes Bein. Und es ist wieder heil, Leute. Es ist wieder heil. Wie beim letzten Mal. Ein verstauchtes Bein plus ein gebrochenes Bein ist gleich ein heiles Bein. Sehr cool. Guti, dann gucken wir mal zu der Quest. Seid ihr schon unterwegs? Ja, ne? Ich bin gerade losgefahren. Okay. Ich bin jetzt ein Stückchen vor dir. Ah, ich sehe dich. Ah, nee, das ist Pocky. Ah, du bist neben mir. Huch. Ja, wir sind im Radl da. Ja. Also, ich bin im Radl da. Das zum Thema Moped müssen wir bestimmt noch mal bauen, oder? Jo, auf jeden Fall. Oder einen Jeep, dann können wir auch zu zweit. Ja, ich glaube, dazu fehlt noch ein Rezept, oder? Oder konnte ich den schon bauen? Was denn? Den Truck. Den kannst du, wenn du... Oh, wir sind schon da. Den Skillbaum hast.
Ja, nee, ich habe das alles nicht geskillt. Ich habe das alles nur durch Rezepte gebaut. Also auch die Motorräder. So, Leute, da sind wir. Da ist er. Guti. Ja. Und los geht's. Hören tue ich sie schon mal. Das war's? Zombiehund töten. Einer fehlt noch. Ich hab 0 von 3. Bei mir steht 2 von 3. Ach, jeder muss. Ich rede mit dem Händler. Ah, jeder muss. Das ist ja gemein jetzt, ne? Dass jeder 3 Hunde töten muss. Oha. Also bei mir steht Rede mit den Händler. Ja, hast 3 getötet. Jo. Dann können wir die wohl erst später abschließen. Okay, soll ich die nächste anmachen? Ja. Gut, dann habe ich noch, gib mir ein Z. Dicht und dichter. Ja, mach mal, gib mir ein Z. Teilen. So. Habt ihr? Das war die, ne? Aufbrechen zum Sammelpunkt. Ab ins Wintergebiet. Also so weit weg ist sie gar nicht. Quest vom Händler. Die sind, glaube ich, auch machbar. Zu dritt. Aber die mit dem Hunde töten, das fand ich jetzt irgendwie komisch. Ja, aber komisch, ne? So, hier muss das irgendwo sein, glaube ich. Ja, hier. Ist das eine Buddelquest oder wie? Weiß ich nicht. Nee, bei mir steht aktivieren, abwarten. Achso, du musst aktivieren. Ich sehe kein Ausrufezeichen. Ja, ich sehe es. Okay, dann aktivieren wir das. Ja. Seid ihr da? Ja. Cheerleader-Zombies. Jetzt warte, stopp, 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 Leute, stopp. Jeder 3, okay. Jeder 3. Okay, ich habe einen. Ich also bin fertig. Ich bin auch fertig. Das heißt, nee, die, da sind noch, laufen noch 2 Stück für dich rum. So, und hier vorne ist noch einer für dich. Siehst du, jetzt haben wir das nämlich alle abgeschlossen. Oh, okay. Also es spawnt für jeden dann immer 3 Stück. Jo. Wie sieht denn das hier jetzt aus? Hier, da, klitzekleine Spinne. Gib mir ein Zelt. Also 2 Stück habe ich hier jetzt abgeschlossen. Gut, das haben wir nicht. Gut gemacht, Schwein. Rede mit Händler. Ah ja, guck. Theoretisch. Ich habe jetzt noch Dicht und Dichter, klitzekleine Spinne. Notiz von Duke von Neviskane. Oh, Dicht und Dichter ist schwierig. Das ist keine Quest. Dicht und Dichter ist töte ein Rocker-Zombie mit bloßen Fäusten, oder? Besoffen wahrscheinlich auch noch. Da muss man ja, ich habe so eine Quest auch schon mal gemacht. Töte besoffen 3 Rocker-Zombies mit bloßen Fäusten oder irgendwie sowas habe ich schon mal gemacht. Ich kann sie aber auch nicht mehr lesen. Oder weil ich auf dem Motorrad sitze? Dicht und Dichter, doch kann ich lesen. Soll ich sie lesen? Nee, wir haben ja gar kein Bier dabei, oder?
Sonst mach eine andere. Klitzekleine Spinne. Beider Zombies, ja. Ja? Können wir machen. Okay. Und danach fahren wir zum Händler, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, ob wir alle auf einmal abgeben können. So. Annehmen. Und losgucken. Ah, hier ist es. Ich dachte schon, ich bin zu weit gefahren. Wunderbar. Okay, alle da? Ich glaube, Porky braucht noch, oder? Ja, Porky braucht noch. Der Baum hat mich angefangen. Porky schwebt bei mir in der Luft. Ja, ich kann fliegen. E.T. nach Hause. Nein, wo ist das Fahrrad jetzt? Das steht da oben auf dem Berg. Hey, cool. Das fliegt. Warte, ich kann's. Denkt dran, wenn ihr eure drei erledigt habt, dass ihr dann keine weiteren mehr tötet, ne? Falls wir wieder drei Stück töten müssen. Okay. Jetzt habe ich's. Sehr gut. So. Jo. Ich drücke E. Jo. Ich habe hier einen. Jo, ich bin fertig. Obwohl ich nur zwei getötet habe. Ich habe nur einen getötet. Und ihr seid alle fertig? Jo. Ja. Dann ging das ja mal anders, ne? Guti. Dann fahren wir jetzt zum nächsten Händler. Dann fahren wir zum Händler, genau. Welcher ist an der nächste? Der nächste ist. Ja, theoretisch der hier. Aber ja, ich würde lieber zu dem im verbrannten Gebiet fahren, ne? Mhm. Weil der dann auch dichter an der Base dran ist. Mhm. Porky geht tauchen. Ah, komm schon. Hä, wo ist denn jetzt meine rote Markierung? Da! Jetzt kann ich wieder reden. Ja, ja. Einmal um den See rum. Currentum Serum. Keiner sagt was dazu. Ich weiß nicht, was das heißt, deswegen sage ich lieber gar nichts dazu. Currentum Serum? Currentum Serum. Ach, Currentum Serum. Oh mein Gott. Okay. Ja, wie geil du das dann nur sagst, weißt du? Geil.
Genauso wie Blumentopferde. Blumentopferde? Yay! Meine Oma hat mir damals ganz viele von diesen Sprüchen erzählt, aber ich kenne nur noch diese beiden. Falls irgendjemand anders noch welche kennt, bitte in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Dann haben wir mehr zum Lachen nächste Woche. Oder bei der nächsten Folge. So, müssen wir alle da sein, bevor wir mit dem Händler sprechen? Nein. Ich weiß es nicht. Nein? Gut. Das ist ja persönlich das, glaube ich. Ich kann Gegenstand auswählen. Es gibt keinen Gegenstand zur Auswahl. Ach, waren das schon alle? Habe ich alle? Gib mir ein Set. Ja, ich habe alle Quests. Ne, hier. Ach da, die habe ich ja noch nicht fertig. Habe ich alle abgegeben, aber ich habe keine Gegenstände bekommen. Das macht es sicherer, wenn man die Türen hinter einem schließt, ne? Ich habe jetzt auch alle abgeschlossen. Ja, Jasmin, ich gebe dir mal was. Hier, bitteschön. Hey, Jackass, can I lighten that backpack? Du bist ja unser Händler, ne? Yep. Soll ich mal ins Inventar gucken? Kannst du machen, ja, wenn du Geld dabei hast. Oh, warte mal, ist das der? Ist das der? Ist hinter ihm. Hinter ihm ist ein Tresor. Nee, aber an den kommt man nicht dran, ne? Ich hab nämlich irgendwo. Da kommst du hin, wenn die Jasmin ein bisschen nach rechts rüberläuft, kommst du hin. Echt? Mhm. Normalerweise schon. Also von hier aus nicht. Hä? Die Kasse ist nur offen. Ich weiß nicht, ob es dieser Händler war. Irgendjemand hat mir in den Kommentaren mal geschrieben, dass es einen Händler gibt, bei dem man an den Tresor rankommt. Ja, von unten oder so. Ich wollte das auch mal ausprobieren, aber bei mir hatte das nicht ganz funktioniert. Ich glaube, es war auch hier, wo ich das ausprobiert habe, ne? Ja, brauchen wir irgendwas Bestimmtes vom Händler? Der hat doch auf dem Dach halt eine Klappe. Ja, aber komme ich leider nicht dran dadurch. Einen Boden gibt's hier auch nicht, ne? Ja, dann ist es ein anderer Händler. Jungs? Hm? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Brauchen wir irgendwas Bestimmtes vom Händler? Ja, wir könnten eine Aufgabe machen. Abholen, beseitige Zombies und vergrabene Vorräte. Ich weiß nicht, was wir gebrauchen könnten. Vielleicht ein Truck. Nein, Truck. Soll ich gucken, ob er irgendwas vom Truck hat? Ja, 4x4 hat er nicht drin. Also bei mir zumindest nicht. Nee. Also wie es aussieht, kann ich den selber herstellen. Ich habe ich hab alle Rezepte dafür. Da wäre eine Popgun da. Popgun. 1600. Ja, wollt ihr doch haben, oder nicht? Ja. Jasmin, du willst auch eine. 100 Euro und dann kann ich sie machen. Außer jemand hat noch einen höheren Skill bei Donnerbüchse. Nee. Donnerbüchse habe ich nicht geskillt. Jasmin, du? Wo hast denn du die Pumpgun? Also ich hab sie. Ach, Bauplan Pumpgun. Ja, Bauplan. Dann laufe ich halt mit der Popgun rum. Ja, Bauplan ist ja umso besser. Dann kannst du ja dann sogar zwei herstellen für euch beide, ne? Oh, 25 Papier, geil. Guck mal, hier Müllsäcke. Hast du gekauft? Ja, habe ich. Super. Ui. Schrotflinten-Messiah, Buch. Wer will's haben? Keiner? Ihr beide wollt eine Pumpgun bauen und keiner will das Buch für die Schrotflinte, oder wie? Ja, mir ist das... Ich hey, das ist ein Bär. Jasmin, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Möchtest du das Buch für die Schrotflinte haben? Ich hab, glaube ich, schon. Ja, soll es halt... Drop mal. Band ich Nummer 1. Ja, guck, ob du es schon hast. Wenn du es noch nicht hast, kannst du ja dem Porky geben. Ich hab's schon. Oh, cool.
Jo, dann. Wo ist der Porky? Ach, weißt du? Ja, ich loot noch den Händler. Jo, ich leg dir das mal in dein Bike. Kannst dann lesen. Jo. Ja, lese ich. Dann Richtung Heimat. Richtung Heimat? Also ich auf jeden Fall. Aber ja, ich muss also machen wir keine Händler-Quests jetzt, oder? Wir wollten erstmal die normalen Quests machen. Ach so. Zombie-Bär, ja, den muss ich noch erledigen, ne? Der gibt ja verrottetes Fleisch. So, jetzt muss ich mal ein bisschen was wegschmeißen. Was schmeiße ich weg? Die Axt hier, Nitrat. Die haben wir jetzt versorgt, ne? Knochen, Leder, verrottetes Fleisch. So, jetzt bin ich auch wieder in der Base. Ja, ich auch. Ich bin auch dann in der Base. So, ich habe Pflastersteine und Zement habe ich ja gelootet. Liegt in den Lootkisten. Perfekt. Und noch ein 6er Jagdmesser, falls Jasmin auch noch eins möchte. Ja, würde ich dann mal nehmen. Das ist einfach in meinem Inventar drin ist. Genau. Damit es so aussieht wie, als ob. Motorrad hatte ich nichts mehr, oder? Nee. Dap, 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 dap. Sieht so schön aus hier, ne? Was denn? Niemals überladen, auch tagsüber nicht. So, Essen. Haben wir schon irgendwas? Nee, haben wir noch nicht, ne? Nee. Ist, glaube ich, in der Mache, oder? Essenskiste. Guck mal in die Essenskiste. Oh, hier, warte mal. Fischtacos. Genau. Ah ja, das ist doch gut. Ja, das, dieses gegrillte Fleisch, das mag ich nicht. Da ja, das geht auch so schwer auf den Magen. Ich genau, das richtig. Wenn du da zwei, drei Stück von isst, um wieder deine Ausdauer aufzufüllen, dann kriegst du mal ganz schnell eine Ruhe, ne? Ich hätte die leeren Dosen hier in die Essenskiste gepackt. Schäme dich. Ich habe was gegessen und habe die Kisten dann, da reingepackt. Schäme also dich. Ich bestimmt nicht, weil die leeren Dosen zerhacksel ich immer. Ja, wieso? Das macht man doch so, wenn man was isst. Wenn ich was... Nein. Oh. Hier, da sind ja die Dosen drin. Wenn du was isst, dann kannst du sie auch gleich wieder in die Kiste zurückpacken. Da wäre der perfekte Ort, sie zu lagern. Nein, das nicht. Machst du das zu Hause auch? Ja. Das will ich sehen. Ich auch. Er lacht nicht.
nicht, das irritiert mich jetzt. Ich? Wieso? Ja, dass du da nicht lachst. Also, das meintest du jetzt schon ernst. Das macht mich jetzt gerade fertig. Wieso? Das mache ich schon immer so. Auch die ganze Zeit, wie wir zusammenspielen. Immer wenn ich was esse, packe ich es zurück. Also das, auch Gläser, wenn ich was trinke, die leeren Glasflaschen kommen zurück in die Trinkenkiste. Weil ich laufe ja nicht von A nach B, nur weil ich kurz was esse. Okay. Ich laufe nicht von A nach B, nur weil ich was kurz esse. Ja, klingt eindeutig. Das ist ja der Abfall, der beim Essen entsteht, wenn du jetzt eine leere Dose isst, weißt du? Ja, ja. Schön. Eiserne Feueraxt. Oh, Bauplan. Ah, verbesserte Fittings-Mod. Knacken. Schauen wir mal, mit zwei Stück, ansonsten muss ich sie aufhacken. Der erste ging in die Hose. Schön. So. Gab's hier keinen Keller? Nee, ne? Doch. Guck noch mal ein paar XP sammeln, bevor die Folge vorbei ist. Gruppe haben wir, ne? Ja. Zeit ja noch gut genutzt, glaube ich. Oh, ja. Ich habe ja auch nur Müll gelootet. Aber ein bisschen XP gesammelt. Ja. So, dann komme ich jetzt zurück. Nein. Ich radel auch gerade wieder zurück. Betonung liegt auf Radeln. Ich will hier nochmal schnell rein. Schaffe ich das noch rechtzeitig? Da, 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 da. Wo ist die Höhle? Da. Oh, noch kein Zombiebär nachgespawnt. Aber vielleicht hier. Nee, dann war ich wohl gerade erst hier. Uhr. Und ich bin zu Hause. Gerade rechtzeitig. Juhu. Ja, komm, das lerne ich. Guti. Gut. Guti.
dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Richtig. Wo bist du denn? Ich bin hinten bei den Kisten. Ah. Und? Würde mal behaupten, auf Video sehen. Tschüss.